Palimpalim. Jetzt öffnen wir das 15. Türchen. Du meine Güte, ist die Zeit vielleicht gerannt. In 9 Tagen ist schon Heiligabend. Ich schnall ab. Wir fangen an mit dem Kreativbuntkalender XXL, weil den habe ich nämlich gerade schon aufgeschnitten und habe vergessen, euch mitzunehmen. Und da ist drin eine Stanze. So, also ein Handy habe ich ja erkannt. Ne? Hier so. Und dann kann man den Knopf da unten hinpacken oder vielleicht auch den dicken. Ich glaube, der kleine kommt dahin. Aber den Rest. Coffee and Cell Phone. Ah ja, das ist der Becher, das ist der Deckel. Da so obendrauf. Ach, und dann kommt das auch noch da oben drauf, auf diesen Deckel hier. Und dann vielleicht ein Logo mittig mit einem Herzen drin. Aber wofür ist das denn dann? Als Kaffeeschlitz? Also als Trinkschlitz? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, es ist von CC Designs. Wie cool. Also ich sage, wie cool. Ich glaube, ich hatte angegeben, dass ich CC Designs nicht mag, weil ich nämlich dabei nur an die Stempel gedacht habe mit den Mädels. Und die Mädels mag ich nicht von denen. Deswegen bin ich jetzt gerade überrascht, dass das CC Designs drin ist. Haben sie sich wohl verguckt auf dem Wunschzettel. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist ja auch ein Wunschzettel, ne? Ein Wunschzettel ist ein Wunsch. Und das heißt nicht, dass diesem Zettel entsprochen wird. Sie versuchen es natürlich. Aber überlegt mal, wie viele Kalender die da zusammen basteln. Das soll jetzt auch gar kein Gejammer sein, weil ich finde die ja toll, die Stanze. Vor allen Dingen könnte man da draus ja auch ein Schüttel-Handy machen. Ja, könnte man. Aber dann müsste ich das Innere alles rausfriemeln und das hier auch. Und ich glaube, das mag ich nicht auseinanderknicken, weil das ist halt jetzt perfekt, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, aber... Warte mal, hat das eine ATC-Größe? Moment mal eben. Nee, hat's nicht. Das wäre jetzt witzig gewesen, ne? Okay, ich bin gespannt. Ja, werdet ihr dann auch in einem der folgenden, irgendwann aufkommenden Videos sehen, in denen ich meine ganzen noch ungenutzten Stanzen dann teste. Mache ich ja alle Jahre wieder. Heißt dann, jetzt oder nie. Genau. Finde ich cool, glaube ich. Also muss ich ausprobieren, aber es ist auch wieder eine Stanze, die hätte ich mir nicht selbst ausgesucht. Was ja nichts heißen muss. Es ist ja toll, dass es dann mal so da drin ist, weil sonst wäre ich ja nie in den Genuss gekommen, das mal zu probieren. Okay, weiter geht's mit diesem zuckersüßen, guck mal, wie niedlich, und dann diese tolle Laterne. Mit dem zuckersüßen Türchen von der lieben Angelika. Oh, gefällt mir, mag ich. Schön. Was bist denn du? Bist du eine ganz normale Trompete? Das erscheint mir zu groß. Das hier kenne ich gar nicht. Das ist, doch, ich glaube, das ist eine normale Trompete, würde ich sagen. Ja, ich habe nicht viel Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Blasinstrument, ein Blechinstrument. Hahaha. Ho, ho. Ja, finde ich schön. Gefällt mir. Musik hat sie genannt. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich danke dir für die schöne Karte, liebe Angelika. Hast du toll gemacht. Ja, dann auch noch so schick Vintage. Gefällt mir. Weiter geht's mit der Karte von Silke. Oh. Ahoi. Hey, du hast immer so coole Motive, ne? Guck gleich mal den Vogel an. Der Vogel ist eine Ente, vermutlich. Finde ich voll gut, wie der da auf dem Seil steht. Wieder ein toller Hintergrund. Und hier die Filzsticker, die Filzwolken aus dem Action schön mitverarbeitet. Immer noch, das machst du immer, ne? Du hast immer ein Steinchen drauf, finde ich schön. Siehst du, und so ist es bei mir, dass ich immer die Ränder beinke und ganz oft dann noch irgendwelche Nuvo-Drops oder so drauf habe. Ach ja, Werbung wegen Markennennung. Schön. Voll cool. Vor allen Dingen mit dem krummen Schnabel. Gefällt mir richtig gut. Ach ja, bei Instagram heißt sie Mond-Teddy. So.
Sortieren, sortieren. Okay, weiter geht's mit dieser hübschen Karte aus der Facebook-Gruppe Bastel dich glücklich. Also da finde ich schon den gestalteten Umschlag total gut. Ich wüsste gerne, wie du diesen Hintergrund hier gemacht hast. Finde ich richtig schön. Und dann hier mit Glitzerzeuges drauf und dann dieser tolle Schlitten da. Frohe Weihnachten. Ja, sagenhaft. Och, was für ein süßes Washi. Das ist ja niedlich. Oh, mir ist so kalt. Meine Finger sind ganz starr. Ach, du hast es. Hast du es doch richtig noch zugeklebt? Na komm schon. Oh, es wird Zeit für Plastikfingernägel wieder. Nee, hast du richtig noch zugeklebt? Okay, dann lasse ich das so und schneide das da auf. So. Ja, nichts kaputt gemacht. Ich könnte ja auch einfach mal eine große Schere dafür nehmen, aber nö. Hoffentlich mal jetzt vorne so viel kaputt. Nein, Glück gehabt, okay. Okay, komm raus und zeig dich. Och, wie schön. Du bist einfach cool. Oh, wie toll. Tolle Idee. Richtig schön. Ist da noch ein Zettelchen drin oder so? Sie wiegt zu schwer. Oh, schön, dass ich nachgeguckt habe. Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit Wunder, kleine und große. Ach, guck mal hier. Ah, wie heißt dieses? Das ist ein stilistisches Mittel. Hier die Anfangsbuchstaben ergeben Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist toll. Wunder, kleine und große. Engel, die dich begleiten, wo immer du auch bist. Immer grün für Hoffnung und Beständigkeit. Harmonie in deinen vier Wänden und in deinem Herzen. Nuss, Apfel und Mandelkern auf deinem Teller. Adventskerzen, die hell für dich leuchten. Christstollen, um dir die Weihnachtszeit zu versüßen. Heitere Gelassenheit und davon gleich die doppelte Portion. Tränen, die nur aus Freude fließen. Erwartungen, die sich erfüllen. Und ein neues Jahr, das dir viel Glück verheißt. Frohes Fest. Boah, das ist ja schön. Oh, das gefällt mir gut. Die Karte ist wirklich, wirklich fantastisch und gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, vielen Dank für diese coole Karte und den super tollen Umschlag. Ja, finde ich klasse. Absolut. Moment, das will sortiert werden. Weiter geht's mit der Bastelgruppe, Quatsch, Facebook-Gruppe, ATC-Tauschgruppe. So, da gefällt mir auch schon wieder das Äußere richtig gut. Das finde ich voll schön. Tolle Stanze. Hoppala, bleibst du wohl da? Huch, wie kriege ich dich denn auf? So. Was schön. Nordische Weihnachtsgrüße. Süß. Die Möwe mit seiner Mütze obendrauf. Ach, wie Zucker. Total niedlich. Von... Wartet. So. Von der lieben Petra. Und auf Insta heißt sie lila-elch. Klasse. Hier geblieben. Die ist toll, wie die guckt. Schön. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, wie du heißt. Liebe Petra, ich danke dir für diese wirklich lustige Karte. Die gefällt mir richtig gut. Ich finde die Möwe total scharf. Oh, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Mit der Gruppe von der lieben Anni Panni. Das ist Nummer 15. So. Oh. Boah. Oh, ist die schön. Okay.
Wie hast du das hier gemacht? Das ist doch geprägt. Hier dieses. Ist das, hast du das so gekauft? Wer bist du denn? Wartet mal. Die Heike, sie heißt bei Instagram Krea_2. Ist das ein, war das ein Weihnachtsband, das du so gekauft hast, oder hast du da selber irgendwie was embossed, gestanzt? Also auf jeden Fall finde ich das schon mal total toll hier mit den Weihnachtsgrüßen. Und die Blume ist ja der absolute Oberhammer. Richtig toll. Also den Hintergrund hat sie mit Wasserfarben, denke ich, mit Wasserfarben gestaltet. Dann hat sie diese tolle Blume mit dem Blatt darauf embossed. Ich weiß nicht, ob das ein Stempel ist oder ob das sogar freihändig gemacht wurde. Und dann nochmal mit so perlschimmernden Wasserfarben, vielleicht die aus dem Action oder so, nochmal drüber koloriert. Nehme ich an, vermute ich. Oh, die Farben sind der Oberhammer, die gefällt mir ausgesprochen gut. Diese Karte ist sensationell. Mega, der Oberhammer. Wahnsinn, ist die schön. Die gefällt mir so gut. Okay. Liebe Heike, das ist der Knüller. Ehrlich. Weihnachtsstern heißt sie auch. So schön. Okay, jetzt sind wir durch. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Türchen, ihr Lieben. Macht's gut. Lasst euch nicht unterkriegen. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.